Wenn es ein Buch über Bremen gibt, dann ist das natürlich ein Thema für uns von Buten und Binnen. Und wenn es in diesem Buch um Amerikaner in Bremen geht, dann ist das ein Fall für unseren amerikanischen Reporterkollegen David Patrician. Der hat sich gleich mal mit der Autorin verabredet. Ja, hallo liebe Zuschauer. Heute bin ich mit unserer Autorin Dr. Anna Maria Pedron. Darf ich Anna Maria sagen zu so einer schönen jungen Dame? Ja klar, gerne David. Wunderschön. Und Anna Maria möchte uns eine Tour heute über Bremen machen, aber ein besonderes Tour. Was für ein Tour? Ja, es geht um Bremen in der Besatzungszeit nach dem Zweiten Weltkrieg und wir gehen jetzt so auf den Spuren der Amerikaner hier durch Bremen. Wunderschön. Ich bin gespannt. Komm, let's check it out. Genau, direkt im Rathaus. Okay, Moment. Das ist hier der Rathaus, richtig? Genau, richtig erkannt. Das ist heute das Rathaus, aber nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Amerikaner genau hier den G.I. Joe eingerichtet. Das war ein ganz beliebter Soldatenclub. Wir haben ganz wilde Partys stattgefunden. Und was für wilde Party haben die gefeiert in Bremens Rathauskeller? Ja, hier ist jede Menge Wein geflossen und zwar der Gute aus dem Weinkeller zum Leidwesen der Bremer. Das ist ja hier auch ganzer Stolz gewesen, das Rathaus. Und darin sind die Bierdeckel geflogen, teilweise auch die Wände übermalt worden und die Amerikaner hatten hier jede Menge Spaß. Ich wundere mich, ob die Bremer Politiker sind immer noch so locker. Sehr spannend. Komm, dann lass uns weitergehen. Okay. Ich bin überrascht, wie viele Plätze hier in Bremen haben eine Verbindung mit uns Amerikanern. Allerdings lesen kann man das nirgendwo. Es gibt kein Schilder. Schade für die amerikanischen und deutschen Touristen. Zum Glück haben wir unsere Private Guide. Der rote Teppich vor die Glocke, hat das auch etwas mit unserer Geschichte zu tun? Ja, gut erkannt, David. Richtig. Hier in der Glocke haben die Amerikaner ein Varieté-Theater eingerichtet. Auch wieder ein Club, also nochmal eine Partystätte der Amerikaner. In deiner Research für dein Buch, damals haben die Amerikaner viel zusammen zu tun gehabt mit den Deutschen. Oder war das so zwei getrennte Gesellschaften? Ja, im Großen und Ganzen waren es getrennte Gesellschaften. Bis 1947 durfte kein deutscher Zivilist hier reingehen. Und ab 1950 war hier noch das Amerika-Haus. Ach ja, leider Mitte der 60er ist der Amerika-Haus hier in Bremen geschlossen. Aber wir gehen weiter und suchen noch ein paar Spuren von den Amerikanern nach dem Zweiten Weltkrieg. Hier bei der Nummer 7. Ja. Das ist das Haus des Reichs. Das ist genau hier. Da gehen wir jetzt mal rein. Okay, komm, wir schauen rein. Ah, das muss man weltweit alles bezahlen. So. Wir sind hier in der Bremer Finanzamt, aber vorher in die Besatzungszeit in Bremen nach dem Zweiten Weltkrieg. Was ging hier los? Das war ein sehr wichtiges Gebäude. Hier saß nämlich die amerikanische Militärregierung, die hier die Geschicke der Enklave verwaltet hat, die von hier aus das Ganze organisiert hat. Die verschiedenen Verbände der Amerikaner, die Marine, die Air Force, die Military hier koordiniert hat und von hier aus das Leben wieder neu aufgebaut hat. Nach so einer langen und harten Krieg, das musste auch ein bisschen schwer sein für die Amerikaner und die Deutschen in dieser Zeit. Ja, unbedingt. Also gerade nach dem Krieg, hier waren 60% in Bremen am Wohnraum zerstört. Es fehlte an allem. Ja, Lebensmittel waren knapp, die Versorgung war zusammengebrochen und da war das Leben sehr hart hier. Aber ich habe gelesen und auch gehört, diese kleinen Care-Paketten, so mit Schokolade und Kaugummi, haben die Leute schon sehr viel Glück gegeben. Ja, genau. Das war übrigens auch hier im Haus des Reichs, wo wir gerade sind. Von hier aus wurde das organisiert, dass die verteilt wurden. Und das hat für viele Menschen eine Erleichterung im Alltag gebracht. Die waren da sehr dankbar den Amerikanern gegenüber. Gern geschehen. Und zum Schluss? Ja, Anna-Maria, ein toller Rundgang heute. Aber du hast gesagt am Ende, wir müssen zu das Weserstadion kommen. Warum? Ja, weil hier mal ein Spiel stattgefunden hat, 46, da hat SV Werder gegen eine amerikanische Soldatenmannschaft gespielt und Werder hat 7:1 gewonnen. 7:1, wow. Ja, wie wir wissen, die Amerikaner mit Fußball, wir sind ein bisschen besser mit unseren Frauenmannschaften. Aber so ist es. Danke, es war viel Spaß und liebe Zuschauer, bis nächstes Mal. Tschüss!